Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge TechWorld hier auf meinem Kanal. Und ja, wir werden jetzt, ich habe einen Grasblonk Geschenk bekommen von dem, wie heißt der mal, Creep, Candle Keep, irgendwie so, genau. So. Genau, und zwar werde ich jetzt, um nochmal kurz Dirt holen, wir werden jetzt mein Schaf umsiedeln. Und ja, Dirt, Dirt, ich hab doch irgendwo, oder wo sich noch Dirt rumliegt. Ja, sag ich doch. So, ich habe ja noch so ein Longest Grass Block. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Block ist. Es ist eins hier aus dem Modpack. Ich weiß nicht, ob das auch funktioniert. Ich lasse es erstmal einfach nur erstmal so. So, damit mein Schaf ja auch wieder nachwächst. Brauche das natürlich. Ich habe hier den ganzen Zäune rausgeworfen oder was? Ja, na gut. Stimmt, hier habe ich noch was geschenkt bekommen, das habe ich in der letzten Folge vergessen. Ich habe nämlich beim Farmen geschenkt bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Folge schon mal gezeigt habe. Es ist nämlich so eine Leiter, die, wenn man die oben anbringt, runtergeht. Also du kannst wirklich egal wo anbringen, es geht runter. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das wieder abbauen kann. Ich hoffe es natürlich. Das heißt, als Beispiel, wenn ihr da irgendwie eine Schlucht habt, ihr tut einfach die Leiter oben dran und die geht bis runter. So eine Art. Also eine. Gut, sie geht kaputt. Ist auch schade. Okay, wahrscheinlich hat die noch was anderes abbauen. Gut. Das war so eine Art Strickleiter, schätze ich mal. Ich werde mal gucken, wie die gebaut wird, damit ich nochmal anbaue. Wahrscheinlich kann man es wirklich nur einmal nutzen. Ist okay, aber naja. Ja, was wollte ich denn jetzt machen? Genau. Wir wollten jetzt mein Schaf. Ich wollte jetzt das mein Schaf umsiedeln. Ne? Dann werden wir die Wolle abschneiden. Werden daraus dann ein bestimmtes, wie heißt, einen bestimmten, ja, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, ich werde es euch gleich nochmal zeigen, was in meinen Schuhen integrieren. Ja, eine ganz kleine Überlegung, wo ich jetzt die Zäune geschmissen habe, die ich eben gerade noch gemacht habe. Aber eben gerade noch Zäune gemacht. Was habe ich denn jetzt hingeschmissen? Hä? Bin ich blöd oder was? Meine, klar bin ich blöd. Ja, das habt ihr auch eventuell in der Pirate Craft Folge gesehen, dass ich etwas blöd bin. Wenn ihr es euch noch nicht angesehen habt, guckt es euch einfach mal an. Es ist wirklich zum Weglachen, wie doof ich mich da anstelle. Ja, ich brauche einfach nochmal Zäune. Ich habe ja noch. Oh. Ich höre nie, hab sie auch eben in der Workbench gelassen. Ja, okay. Gut. Wir werden mein Schaf erst umsiedeln, wenn das Gras weiter gewachsen ist. Gut. So, 16.15 Uhr, ich bin müde. Ja, das sind Ferien. Denn ich kann euch ja schon mal sagen, was ich bauen möchte. Denn ich möchte in meinen Schuhen integrieren, ein... Wie heißt's?
I know fall damage Dingsens, ne? Also dieses Teil da. Ich denke mal, das ist für nicht fallschadenmäßig da. Brauche ich nämlich zwei Wolle und zwei Servomotoren. Die Servomotoren können wir schon mal anfangen zu bauen, denn dafür braucht man wieder diese Basic Machine Sharings. Diese Teile da, diese... Ne? Diese Teile da, genau. Ihr wisst, was ich meine. Und ein Electric Circuit. Haben wir noch irgendwelche rumliegen? Ich hoffe ja, ich habe doch ein paar gemacht gehabt. Erst vor kurzem. Anscheinend nicht mehr. Gut, dann werden wir jetzt erstmal ein paar Electric Circuits bauen. Werden wir mit einem Hammer draufkloppen. Oh, da haben wir es auch überlebt, hätte ich nicht gedacht. Werden wir jetzt mit der Schere schneiden. Ah, die Schere hat nicht überlebt, das ist okay. Das ist okay. Jetzt habe ich den ganzen Gummibarren oben gelassen. Ich muss unbedingt irgendwann mal mein Lager umsortieren, dass es dann halt nach unten geht und ja. Es fällt mir gerade ein, ich hätte ja Gummibarren unten, weil wir haben ja am Ende der letzten Folge welche in die Öfen getan. Ich weiß, ich habe zwei dabei, aber die zwei reichen halt nicht, ne? Nö. Ah ja, die ganzen Gummi... Ich bin blind. Ich bin eindeutig blind. So. Kurze Unterbrechung. So, da bin ich auch schon wieder. Wie immer, einer meiner Elternteile. In diesem Fall, meine Mutter wollte irgendwas von mir haben. Ja, gut, ich finde einfach diesen Crisis-Anzug einfach so witzig. Einfach so cool. Das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. So, was haben wir im Chat? Ist irgendwas gewesen? Gut, nichts irgendwie gewesen. So. Aber mal gucken, ob das Gras jetzt schon weiter gewachsen ist. Das Gras will nicht wachsen. Gut, ich hoffe, es wächst noch. Genau. Wir wollten ja dieses Teil da bauen, ne? Dafür brauchen wir jetzt erstmal diese Servomotoren, wollten wir bauen. Gleich wieder durcheinander. So, da braucht man diesen... Oh Gott, da brauchen wir wieder so viel Eisen. Ich weiß gar nicht, ob wir noch viel Eisen überhaupt noch haben. Ich hoffe, ja. Wenn nicht, dann müssen wir es auf die nächste Folge verschieben. Denn ich werde nach dieser Folge erstmal farmen gehen. Ja, das habe ich jetzt gerade beschlossen. Das habe ich auch schon... Wollte ich eigentlich schon noch da zwischen der letzten Folge und dieser Folge machen. Ich habe jetzt aber doch kurzfristig schnell hintereinander aufgenommen. Ja. Hm, drei dann noch. Ich habe gedacht, ich schaffe maximal einen. Wie der runter war. So. Schaffe ich, einen. Silber, Mossy, Cobblestone, das ist irgendein Mist, braucht man alles nicht. Lead, Ferris, Mist und Gold. Ah, ne, Tin ist kein Mist. Na, haben wir noch vier Barren. Das wird dann, glaube ich, das reicht dann sogar, ob ich an, ja, es reicht nicht für einen, so ein Teil. Ja. Ja.
Er gibt sehen, dass ich ganz so Gold und naja, gut. Na. Die Energie haben wir jetzt hier noch dran. Voll. 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 Da ist auch, und da habe ich noch ein bisschen mehr und da haben wir wieder ein bisschen diese Waren, das lasse ich erstmal drin liegen. Zwei Generatoren kommen da hinterher, weil ich brauche jetzt 32 EU. Ne, Woche 21 EU. Der hat einen Ausschuss von, ja, jeweils 10, kommt hinterher. Deswegen ist der auch schon durchgehend voll. Jeder ist auch schon fertig, aber das ist was anderes. So, und zack. Sieht sehr spannend aus übrigens. Ja, ich mir ist auch aufgefallen, dass meine Folgen recht ruhig sind, denn ich werde jetzt auch, ich bin jetzt bereits informiert über lizenzfreie, kostenlose Musik. Ich habe bisher noch nicht das Richtige gefunden. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr sie ruhig in die Kommentare schreiben. Denn damit ich dann Musik hinterlegen kann, damit das nicht so langweilig ist, wie meine Folgen bisher sind hier. Weil ich halt, ich rede halt nur, und wenn ich halt in dem Moment, wo ich nicht rede, ist es halt sehr ruhig. Das ist mir aufgefallen, das hat man mir auch schon gesagt, und das will ich natürlich vermeiden. Und deswegen suche ich lizenzfreie Musik, damit ich mir auch keinen Strike hole und keinen Ärger und so. Und Geld ausgeben dafür finde ich auch übertrieben, und deswegen. Oh, mein Nachbar ist ja da. Der ist durch das Kackloch. Plumpsklo von oben wurde er geplumpst. So. Was möchte ich denn jetzt? Was möchte ich denn jetzt? Was möchte ich denn jetzt? Dieses Ding da, ne? Genau. Wir brauchen mal zwei. Schaffe ich insgesamt einen Servomotor, brauchen noch einen zweiten, Alter, weiter. Noch so ein Block. Gut, das war's. Dann doch erstmal mit dem Vorhaben. Das heißt, wir müssen das da reintun. Zack, 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 zack. So, schade, schade, schade. Das wächst immer noch nicht hier. Nicht komisch. Na gut, ja, ich nehme gerade auf. Und ja. Hallo Schäfchen, weg ist er. Blub, ist er weg. Also wenn du die Folge gerade siehst, von davon, dass ich glaube sogar weiß, dass du es guckst, weil ich es mir bereits gesagt hast, ja. Also du störst nicht, wenn du hier rumrennt. Es ist recht angenehm, wenn hier auch eine zweite Person rumrennt. Du musst dich nicht wegporten, wenn ich dann gerade aufnehme. Das ist kein Problem. So. Noch ein paar Goldäpfel. Ich könnte mir fast von Goldäpfel ernähren. Ich habe mehr Goldäpfel als Äpfel. Naja. Ja, wenn wir jetzt erstmal kurz umstrukturieren diese Folge, damit diese Folge auch noch irgendeinen Nutzen hat, wenn wir jetzt nochmal ein Hausbau mal weiter vorantreiben. Also ich werde jetzt hier die Rückwand erstmal wegreißen, wenn da dann das dann machen, dann muss ich dann, ja, ich habe ja hier meine multifunktionelles Werkzeug. So.
So, brauchen wir jetzt noch mein... Wo ist ein Skelett? Ist doch tags. Mit einer Rüstung an oder sowas? Puh, keine Ahnung, wo er ist. Interessiert mich auch nicht, wenn es mich nicht angreift. So, wollen wir noch ein paar... Kann ich eigentlich alle sein, oder? Ah, ich wollte schon sagen, hier noch ein paar und dann noch mehr, gut. Dann werden wir jetzt erstmal hier die Wand vorziehen. So. Ich habe mir jetzt überlegt, dass es dann ab hier erst die nächste Etage offiziell beginnt. Das ist dann auf der Höhe des Fußbodens gegenüber. Das ist alles sehr rot, ja. Hat mir auch schon angeboten gehabt vor meinem Urlaub. Da habe ich mir gesagt, kann ich nicht machen, weil ich schon alles im Vorlauf aufgenommen habe. Die waren nämlich gerade in dem Moment, wo ich die Folgen hochgeladen habe, dass ich eventuell einen anderen Boden... Das hat mir einer angeboten, mir ein buntes Holz zu züchten. Er dachte da an Blau. Also mir, buntes Holz wäre eigentlich keine schlechte Idee sogar, weil das ist ja hier alles sehr eintönig, rot, rötlich. Das ist auch... Ja, stimmt, das ist ja eine Axt. Ist ja auch alles hier, Jungle Wood ist ja auch ein sehr rötliches Holz. Und, naja. Naja. Gut. So, was soll ich jetzt machen? Genau, ich wollte weiterbauen. Finde ich erstmal eine gute Idee. Blau fand ich dann nicht so gut. Dachte ich mir, blauer Fußboden, blaues Holz? Nee. Vielleicht, wenn das Schaf da unten immer ein bisschen Wolle produziert, könnte man ja auch vielleicht Teppich reinmachen. Das hat man danach auch irgendwie, ist auch nicht irgendwie das Wahre. Muss ich mal gucken. Muss ich mir was überlegen. Vielleicht habt ihr auch eine Idee. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr sie mir ja übermitteln. Egal wie. In den Kommentaren, per PN oder hier auf dem Server, per MSG oder auch im Offline-Chat. Das ist mir egal. Ja. Weil ich würde natürlich gerne auch eure Vorschläge annehmen, weil sonst könnte ich das hier im Singleplayer oder könnte ich es einfach nur so bauen, ohne aufzunehmen. Finde ich dann auch, nee. Gehe ich auf eure Vorschläge ein. Das finde ich auch gut so, dass ich auch reingehe, finde ich. Ja, ich finde es auch gut, dass ihr auch Vorschläge macht, weil die Person kam auf mich zu, meinte, sieht alles sehr rot, also könnte ja für dich Holz züchten. Also Bundesholz züchten von mir. Gute Idee. Blau war halt dann nicht so das, was ich dann erhofft habe, mir vorgestellt habe. Aber es gibt ja noch viel mehr Farben. Man braucht ja nur mal hier kurz mal kurz Wood eingeben, dann sieht man, hier gibt's grünes Holz, hier gibt es gelbes Holz, hier gibt's hellgrünes Holz, es gibt weißes Holz, es gibt alles mögliche. Und ja, und boah, so viel, und hier ist das hier so eine Art bläuliches Holz, und da haben wir wirklich ein richtig gelbes Holz, ein richtig neongrünes Holz, ein rotes Holz, ein pinkes Holz. Das ist, Alter, das ist schon heftig, muss ich sagen. Es ist richtig cool gemacht in diesem Modpack hier, wie man das züchtet, weiß ich nicht so ganz. Das ist, anscheinend züchtet man die, ich weiß es nicht anscheinend, oder man muss sie finden. Er meinte irgendwie, er würde mir sie gerne züchten, deswegen gehe ich mal davon aus, dass man sie züchten muss. So. Einfach so cool, dass es Schaufel, Axt, Spitzhacke in 1 ist. Ab hier ist es dann so. Kann man auch so machen, genau. Dann kommt da ein Fenster hin. Beziehungsweise, da kommt dann das Fenster hin, weil es ja eine Etage höher geht, ne? Crafting Bench. Langsam, muss ich sagen, geht uns das aus, ein bisschen. Aber naja.
muss ich wieder farmen gehen, wenn ich was finde. Und hier natürlich wieder diese sentimentale Minecraft-Musik. So. Liebe Zombies, ich würde mich sehr freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr jetzt nicht gerade mein Haus reinstürmt kommt, um mich umzubringen. Ich weiß, es ist für euch. Okay, ich bringe euch um. Ich glaube, wir brauchen doch wieder ein Schwert. Moment. Guten Tag. Ich würde euch gerne mal kurz umbringen. Habt ihr was dagegen? Nee, gut. Ich kaufe auch keine Versicherung oder sowas an. Das ist... Vergessen, seid ihr bei der falschen Adresse. Hattet ihr eigentlich, ist das ein gutes Gespräch, dann hattet ihr schon mitbekommen, dass ihr irgendwie Versicherungsvertreter oder Zeugen Jehovas irgendwie vor eurer Tür stehen hattet und die euch um uns andrehen wollten oder so? Ich meine, ich persönlich habe das noch nicht erlebt mit Zeugen Jehovas, das ist noch nicht. Versicherungsvertreter hatte ich bis auch noch nicht. Was ich auch ganz oft habe, das ist auch sehr oft kommen teilweise. Irgendwie alle zwei Monate mal Energieberater. Die kommen alle zwei Monate und wollen uns bei unserer Energie beraten. Alter, wenn wir einmal sagen, wir brauchen keine Energieberatung, brauchst du nicht zwei Monate wiederkommen und wieder nachfragen. Wir brauchen keine Energieberatung. Weiß nicht, ja. Vielleicht ist bei diesen Energieberatern haben die so eine eigene Sprache, ne? Und dieses, wir brauchen keine Energieberatung, heißt bei denen, kommen sie nochmal in zwei Monaten wieder. Kann ja sein, meine. Ich kann auch nicht jede Sprache der Welt. Vielleicht wisst ihr darüber ja Bescheid, aber. Der Energieberater, die regen mich schon irgendwie auf. Ich meine, die tun ja was Gutes. Die beraten ja Leute darüber, besser Energie zu sparen und Geld zu sparen und so weiter. Das finde ich ja gut. Aber andererseits finde ich das auch richtig nicht gut, dass wenn man sagt, wir brauchen keine Energieberatung, dass sie nach zwei Monaten wiederkommen und wieder sagen, Energieberatung. Wie? Wir wollen keine Energie sparen. Immer die gleichen Sprüche. Klar. Oder der Spruch, wollen sie etwa keine Energie sparen? Ja, manchmal habe ich das Gefühl, also manche irgendwie so ein Band laufen haben, wie die Leute bei Saturn oder Mediamarkt. Wenn man fragt, können Sie mir mal darüber helfen, habe ich immer ich grundsätzlich das Gefühl, die sagen immer, ist nicht meine Abteilung. Egal, wie ich da frage, ist nicht meine Abteilung. Aber naja. Naja. Willst du da draußen? Versuch jetzt mal eine Tür zu klopfen, oder was? Die Tür ist zu. Ja, das ist ja wieder so ein Versicherungsvertreter. Ich habe ihren Kollegen schon gesagt, ich möchte keine Versicherungen. Ups. Ich war das nicht. So, kannst du das Feld abernten noch in dieser Folge? Die Kartoffeln sind nicht alle richtig fertig, ne? Oder doch? Doch, alle fertig. Ja. Muss ja, weil ich vor dem Urlaub angepflanzt habe. Das ist, wäre dann schon verblüffend, wenn die nach einer Woche und ein paar Tagen immer noch nicht gewachsen wären, ne? Da würde ja irgendwas schief laufen. So.
Auf jeden Fall haben wir jetzt kein Essensproblem mehr. Wir haben jetzt Weizen, wir haben Kartoffeln, wir haben Äpfel. Ja, das finde ich gut. So. Gut, ich werde jetzt auf dieses Feld hier abwärmen. Ich werde mich schon mal bei euch verabschieden. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst ruhig eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss.